Das heutige Horoskop, Fische, 20. Oktober 2023. Entdecken Sie Ihre Zukunft mit meinem Tageshoroskop für Sie über Liebe, Arbeit, Gesundheit, Geld und Kompatibilität mit anderen Zeichen. Heute und morgen dringt ein Lichtstrahl vom Himmel herab. Mentaler Merkur, unser kosmischer Bote, wird sich langsam der mächtigen Sonne nähern. Möglicherweise haben Sie das Gefühl, als würden sich die Wolken teilen, und Sie haben einen klaren Kopf, was die Pläne für Ihr persönliches und romantisches Leben angeht. Möglicherweise erleben Sie sogar Einsichten und Inspirationen darüber, wie Sie sensible Themen besser kommunizieren können. Wenn sich diese beiden Kraftpakete in Ihrem Solarhaus der Intimität und der gemeinsamen Vorteile vereinen, werden Sie vielleicht feststellen, dass Sie Ihr Verhältnis viel besser als je zuvor ausbalancieren und einer Meinung sein können. Was möchten Sie tun? Im Idealfall möchten Sie finanziell unabhängig sein. Möglicherweise müssen Sie jedoch mit jemandem oder etwas anderem zusammenarbeiten, um finanzielle Stabilität zu erreichen, wenn die Sonne in der Waage im Gegensatz zum Nordknoten im Widder steht. Möglicherweise müssen Sie die finanziellen Möglichkeiten berücksichtigen, wenn Sie mit Ihrem Partner, Finanzberater oder Job zusammenarbeiten. Sie haben das Zeug dazu, Ihren gewünschten finanziellen Reichtum zu erreichen. Sie müssen jedoch Ihre Ressourcen prüfen, um zu überlegen, was Sie mit dem, was Sie haben, tun können, um ein höheres Maß an finanzieller Sicherheit zu erreichen. Auch wenn es immer noch finanzielle Spannungen gibt, werden diese natürlich nachlassen, wenn sich die Sonne in Ihren letzten Tagen in Ihrem Finanzsektor und der Zwergplanet Eris in Ihrem Einkommenssektor zu trennen beginnt. Dabei zu helfen, dies auf beiden Seiten der finanziellen Grenze in Motivation umzuwandeln, ist ein freundlicher Aspekt zwischen dem Mond in Ihrem Karrieresektor und dem ersten der beiden Planeten in Ihrem Einkommensbereich. Das wird morgen noch stärker sein. Ausgewogene Ernährung? Es gibt fast nichts Langweiligeres für Sie als der Gedanke, etwas zu tun, das Sie nährt allein. Du würdest viel lieber jemand anderen pflegen und eine darauf basierende Beziehung aufbauen. Ganz gleich, ob es sich um Ihre Ernährung oder Ihr Trainingsprogramm handelt, es ist wichtig, eine Beziehung zu sich selbst aufzubauen, die ermutigend ist und Freude daran weckt, gesund zu bleiben. Wenn Sie lieber mit anderen Menschen zusammen sein möchten, melden Sie sich für einen Online-Kochkurs für gesunde Ernährung an oder nehmen Sie an einem virtuellen Chat zum Thema Bewegung teil. Für Sie wird diese Zeit wie ein Hauch frischer Luft wirken. Die vergangenen Wochen waren zwar ziemlich schwierig, aber Sie haben immer noch viel Energie. Schon bald sollten Sie in der Lage sein, die Früchte Ihrer vergangenen Arbeit zu ernten, und die Menschen, die Ihnen nahestehen, werden diese glückliche Zeit in Ihrem Leben gerne mit Ihnen teilen. Möge Ihr zukünftiger Erfolg willkommen sein. Konzentrieren Sie sich in Ihrem Berufsleben auf Ihre Arbeit, vermeiden Sie Hindernisse und zögern Sie nicht, diejenigen, mit denen Sie zusammenarbeiten, von der Tragfähigkeit Ihrer Initiativen zu überzeugen. Im Falle von raus mit dem Alten und rein mit dem Neuen ist es nur ein paar Stunden, nachdem der Asteroid Juno heute nicht nur Ihren Arbeitsbereich verlässt, sondern 5 Monate, nachdem der Mars zum ersten Mal zurückgekehrt ist, um alles in Schwung zu bringen. Kehrt der Mond in Ihren Arbeitsbereich zurück? Ich werde in diesem Jahr mit den Vorbereitungen für die erste planetarische Aktivität an der Karrierefront beginnen. Während die Berufsgötter keine Zeit lassen, dass die Dinge außer Kontrolle geraten, gesellt sich Juno zu Venus in Ihren Beziehungsbereich, wo Sie als Planet der Liebe und Königin des Engagements und insbesondere des Engagements für Ihre Beziehungen Ihre Magie entfalten kann. 9 Tage nachdem Venus verspätet in Ihren Beziehungsbereich zurückgekehrt ist, gesellt sich zu ihr der Asteroid Juno, die Königin des Engagements und insbesondere des Engagements für ihre Beziehungen. Dies ist Junos erster Besuch seit 4 Jahren, aber sie reist erst im August 2024 ab. Sie kehrt zurück, um mit Venus zusammenzuarbeiten, um herauszufinden, was sie von ihren Beziehungen erwarten, und bleibt dabei, um es durchzuziehen. Täglicher Planetenüberblick. Heute richtet sich die strahlende Sonne auf den Südknoten des Schicksals in der Waage aus und leitet einen himmlischen Tanz ein, der einen tiefgreifenden Einfluss auf unser Selbstbewusstsein haben kann. Es ist ein Tag, an dem das Ego unerwartete Schläge einstecken muss, wodurch wir uns etwas unsicherer und weniger selbstbewusst fühlen als sonst. Es gibt jedoch Möglichkeiten, diesen kosmischen Turbulenzen entgegenzuwirken und unser Selbstwertgefühl zu stärken. Eine wirksame Strategie besteht darin, Selbstliebe durch positive Affirmationen zu üben.
Stellen Sie sich heute nicht nur einmal, sondern zweimal vor den Spiegel und sprechen Sie freundliche und stärkende Worte zu sich selbst. Dieser einfache, aber transformative Akt kann Ihnen helfen, Ihr inneres Gleichgewicht wieder zu erlangen und Ihre Selbstwahrnehmung zu verbessern. Eine solche Selbstfürsorge ist nicht nur eine oberflächliche Übung, es trägt direkt zu Ihrem geistigen und emotionalen Wohlbefinden bei. Bei der Verfolgung von Zielen beweisen Sie ein bemerkenswertes Gespür dafür, Situationen mit Kreativität anzugehen. Dieses kreative Gespür bleibt insbesondere bei Ihren langfristigen Projekten nicht unbemerkt. Die Menschen in Ihrem Umfeld erkennen Ihre außergewöhnlichen Fähigkeiten und schätzen den Einsatz, den Sie in Ihre Bemühungen stecken, gerne. Ihr Erfolg ist keine Frage des Glücks, sondern ein Beweis für Ihre Fähigkeiten und Ihr Engagement. Ihr Energiereservoir beschränkt sich nicht nur auf Ihr Berufsleben. Sie leiten diese überschüssige Vitalität effektiv in andere Aspekte Ihres Lebens und sorgen so für ein harmonisches Gleichgewicht. Der Schlüssel liegt darin, Ihre kostbare Zeit und Ressourcen nicht mit impulsiven Käufen aus Frustration zu verschwenden. Vermeiden Sie es, sich etwas zu gönnen, es sei denn, es handelt sich um einen kleinen Genuss, den Sie bequem genießen und dann wegwerfen können. Seien Sie vorsichtig, wenn es um erhebliche finanzielle Verpflichtungen geht. Gehen Sie nur dann vor, wenn es absolut notwendig ist, und gehen Sie auch dann mit klarem Kopf und einem gut durchdachten Plan an Sie heran, um das Risiko negativer Folgen zu minimieren. Die jüngsten Entwicklungen in Ihrem Finanzsektor haben Geldangelegenheiten ins Rampenlicht gerückt, und Mars hat der Mischung einen Ausbruch feuriger Energie hinzugefügt. Der heutige Tag bietet jedoch eine Pause zum Nachdenken. Nehmen Sie sich einen Moment Zeit, um die Fülle an Informationen auszupacken, die Sie über Ihre finanzielle Situation und Geldangelegenheiten erhalten haben. Diese Überlegung kommt zur rechten Zeit, da sich der Schwerpunkt in den kommenden Tagen, insbesondere im letzten Abschnitt der Woche, bald auf die Einkommensseite der Finanzgleichung verlagern wird. Himmel für heute! Jeden Monat, wenn der Mond Ihren Finanzsektor mit seiner Präsenz ziert, bildet er harmonische Verbindungen mit den Planeten, die sich in Ihrem intuitiven und fantasievollen Horoskopbereich befinden. Diese himmlische Ausrichtung, die heute besonders stark ist, dient als Katalysator, um Ihr finanzielles Selbstvertrauen zu stärken und Ihre Vorstellungskraft zu entfachen. Während dieser Mondbesuch eine Prüfung Ihrer Geldangelegenheiten nach sich zieht, ist er dieses Mal von besonderer Bedeutung, da er mit der ersten Planetenaktivität in diesem Sektor in diesem Jahr zusammenfällt. Der Fokus verlagert sich nun darauf, wie Sie mit dem Ihnen zur Verfügung stehenden Geld umgehen und es verwalten, sodass ein Hauch von Wunschdenken in Ihre Finanzlandschaft eindringt. Sie befinden sich in einer beneidenswerten Lage, in der alles, was Sie unternehmen, zu erfolgreichen Ergebnissen zu führen scheint. Diese Erfolgssträhne erstreckt sich auch auf Ihre finanziellen Angelegenheiten, und es besteht kein Grund zur übermäßigen Sorge, Sie befinden sich auf einer Erfolgssträhne. Wenn Sie über zusätzliche Mittel verfügen, bietet der gegenwärtige Zeitpunkt eine günstige Gelegenheit für eine Investition. Nutzen Sie diese Chance, Ihre finanzielle Zukunft zu sichern, in der Gewissheit, dass Ihre Investitionen fruchtbare Ergebnisse bringen werden. Ihr finanzieller Scharfsinn steht im Einklang mit den kosmischen Energien und stellt sicher, dass Ihre Entscheidungen gut durchdacht und erfolgsversprechend sind. Da wir uns morgen dem bevorstehenden Transit des Mondes in Ihren Einkommensbereich nähern, ist es wichtig, die Antennen hochzuhalten und aufgeschlossen zu bleiben. Diese Phase ist in jedem monatlichen Zyklus von Bedeutung und ermöglicht es Ihnen, sich auf lukrative Gelegenheiten einzustellen. Was die Vorfreude noch steigert, ist, dass der Besuch des Mondes mit der jüngsten direkten Bewegung von Pluto letzte Woche zusammenfällt und es das einzige Mal ist, dass er sich in Ihrem Karrierebereich mit Venus, dem Planeten des Geldes, überschneidet. Die kommenden Tage versprechen ein fesselndes Zusammenspiel der Energien in den Bereichen Einkommen, Arbeit und Karriere und bereiten die Bühne für bemerkenswerte Entwicklungen in Ihrem Finanz- und Berufsleben. Bleiben Sie im Einklang mit der himmlischen Symphonie und nutzen Sie die Möglichkeiten, die sich Ihnen bieten.